Es muss auch dann ein großer Kampf, ein großes Struggle gewesen sein, wenn die Ware, also Kupferflaschen zum Beispiel jetzt, nicht so bekannt waren. Und du hast vorher schon mal auch das Wort Revolution erwähnt. Wie habt ihr das Marketing gemacht? Wie habt ihr dann zum Beispiel eure Kundschaft jetzt überzeugt, quasi mal das auszuprobieren? Oder ich weiß nicht, wie kommt so etwas überhaupt in den Sinn eines Kunden, sowas zu kaufen? Ja, das ist wirklich keine sehr leichte Aufgabe. Es ist immer noch nicht so ganz zu Ende. Ich denke, das ist ja so ein kontinuierlicher Prozess. Aber was uns oder was mir dann halt besonders schwer gefallen ist, am Anfang ist, ja, ich bin ja überhaupt nicht aus dem Vertrieb, also aus dem Sales-Bereich. Und genau, daher konnte ich ja sozusagen mit dem Markt, mit Marketing, mit Vertrieb, mit Strategien und so weiter eigentlich gar nicht viel oder gar nichts anfangen. Es hat jedoch sehr geholfen, eben als Unternehmer, wenn man unterwegs ist, man ist ja immer irgendwie zuständig für alles. Ja? Du hast ja eben keine Themen, wo du sagst, ja, irgendwie, das ist nicht meine Aufgabe oder ja, das geht mich nichts an, geh mal zum Chef oder so. Von daher, jedes Problem oder jede Schwierigkeit, jedes Szenario ist ja dein eigenes Spiel. Und du bist dann quasi der Captain, der Batsman, der Bowler, der Keeper, du bist ja alles, ne? Und in dem Fall war das ja genauso. Aber konkret zu deiner Frage, wie gesagt, es war nicht so einfach. Wir haben sehr viel über die Vertriebskultur, überhaupt die Geschäftskultur in Deutschland lernen müssen. Wir haben, also Shamika kommt ja schon aus dem Vertriebsbereich, also die hat schon mehrere Jahre Erfahrungen, dass er, also sie war sozusagen tonangebend in dem Fall. Und von ihr habe ich dann halt auch sehr, sehr viel gelernt. Sie hat dann eben das meiste entschieden, das meiste konzipiert. Und wir haben dann sehr viel auch ausprobiert. Und also ich glaube persönlich auch, wenn man wirklich mit gutem Gewissen, mit offenem Herzen Sachen macht, dann kommen auch die richtigen Leute, die richtigen Beihilfen ja, zu dir. Und das war genauso. Wir haben wirklich so tolle Leute kennengelernt. Wir haben teilweise Geschäftspartner, die uns aktiv unterstützt haben, die dann selber quasi ja, in unsere Schuhe getan haben und eben sehr viel für uns übernommen. Die haben uns sehr viel, sagen wir mal, ja, zurechtgelenkt, sehr viel erzählt, wie das so ist, wie funktioniert das, welche Kalkulationen funktionieren, was muss man alles beachten, wo muss man alles präsent sein, und was muss man alles mit Social Media machen. Natürlich, also einerseits Shamikas Erfahrungen und andererseits auch wirklich guten Rat seitens unserer Partner. Das hat sich alles so gehäuft. Und ja, nach und nach waren wir stärker, waren wir selbst, also das Selbstvertrauen war größer, wir waren selbstsicherer. Und genau, und aus den Erfahrungen war zum Beispiel der Mass-Marketing-Aspekt oder Vertriebsaspekt dann irgendwann mal schon Routine. Und das hat man dann täglich gemacht. Und das weißt du dann halt auch, wenn du eine Sache irgendwie täglich machst für längere Zeit, dann ja, gewöhnst du dich daran, dann bist du halt, dann entwickelst du dich dran, dann wirst du irgendwann mal auch sehr, sehr gut dran. Ne? Und so ist es dann halt auch gekommen und entwickelt. Was für eine Rolle hat denn die Sprache selbst dabei gespielt? Ich meine, natürlich, also du sprichst jetzt hervorragend Deutsch, also ich kann kaum merken, dass du nicht aus Deutschland kommst. Hä? Wieso? Wieso kommst du nicht aus Deutschland, also wenn du dann so Deutsch redest, nicht? Aber natürlich, also es geht natürlich nicht alles um die Sprache, aber denkst du, dass die Sprache irgendwie eine Rolle gespielt hat, etwas beigetragen hat dazu, dass ihr so empfangen wurdet oder sowas?
Ich denke, ja klar, ich meine, die Sprache spielt schon eine wichtige Rolle. Ohne die deutsche Sprache wäre das ja gar nicht möglich gewesen, weil du hast ja eben, stell dir vor, du bist in Indien oder in Pune, um konkret zu sein, und sprichst kein Marathi, kein Hindi und kein Englisch. Und das wird dann halt sau schwer, überhaupt irgendwas dann zu gründen, zu etablieren. Also die Sprache spielt dann halt schon eine enorme Rolle, egal wo man wohnt. Also ob man jetzt als Expert im Ausland wohnt oder als Einheimischer, jedoch auch in anderen Regionen des Landes wohnt. Zum Beispiel ein Hamburger in Bayern zum Beispiel. Ne? Es ist dann halt auch egal, man muss in gewisser Hinsicht eben auch die Einheimischen, die lokale Sprache, Dialekte, so ein bisschen wenigstens kennenlernen und ein bisschen flüssig werden, weil du kannst ja eigentlich nicht viel erreichen, wenn du komplett jedes Mal als Fremder auffällst. Ne? Da kriegst du halt einfach eine andere Wahrnehmung. Und gerade im Bereich eines Unternehmers, wenn du als Unternehmer unterwegs bist, dann muss die Kommunikation, die Sprache, das letzte, das geringste Problem sein. Weil wenn das jetzt ein größeres Problem ist, dann musst du eigentlich dieses Problem zuerst beheben, bevor du überhaupt was anderes machst. Genau. Ja, genau.